Kollegen räumt auf. Innere Machtkämpfe. Dutzende aufgrund gefälschter Beweise spurlos verschwunden. Dann geh noch mal zur Arbeit und schau mal, was heute so Spannendes passiert. Oh, da passiert schon was ganz Spannendes. Ich sehe hier ein kleines 2. Dezember. Ich sehe hier einen kleinen, irgendwie ein Botschafterkarre oder so. Da kommt doch jemand. Da kann ich jetzt nicht gleich den nächsten rufen. Ich warte mal erstmal kurz, bis hier der Kollege reinkommt. Das Thema Stotzka. Legen Sie Ihr bestmögliches Verhalten an den Tag. Teilungsleitung für den Distrikt aus zu betrügen. Ein Besuch kommt. Nun. Ah, der Kandidat, der Inspektor kommt. Aha. Also ich bin für Sie verantwortlich. Sie haben 10 Verweise bekommen. Tut mir leid, es ist, ja. Vielleicht war es ein Fehler, Sie auf die Lotterie. Ihre Motivation, hängen Sie das an die Wand. Ich komme in 10 Tagen wieder. Machen Sie keine Schande. Steve Ostrotzka. Ja, die Regeln sind streng. Es ist sind. Ja. 10 Verweise habe ich schon. Minister für Grenzschutz. Anerkennung für Dienst nach Vorschriften. Aufhängen. Wo kann ich das denn aufhängen? Hier so. Ja, hier so neben dem Hebel. Hübsch. So eine Auszeichnung bekommen. Eine kleine Auszeichnung. Das können wir nicht anhängen. Sehr schön. Papiere bitte. Das sieht doch hübsch aus. Verwandte. Besuchen. 90 Tage wieder bleiben. Das haut ungefähr. Das haut das hin. Sekunde. 90 Tage, das ist doch. Ja, könnte. Ich glaube, das passt. Ach Mensch. Ich will das jetzt nicht nachrechnen. Übereinstimmung. Sehr gut. Einreise bis 19.12. Okay, das geht noch. Besuch. Passnummer passt auch, wie ich sehe. Großartig. Kollegen. Was steht in den Regeln? Okay, die Kollegien müssen nicht mehr durchsucht werden. Diplomaten müssen akkreditiert sein. Keine Waffen und so. Verstehe. Okay, scheint doch alles zu passen. Gelaufen 83. Joa, können wir durchlassen, würde ich sagen, oder? Das Gesicht passt auch. Übereinstimmung. Okay, dann können wir uns reinlassen ins Land. Sehr gut. Gute Einfahrt. Machen Sie mir keinen Ärger. Der nächste mit dem Was denn? Ungültig ausgestellte Stadt. Oh Mann. Fängt ja schon super an. Habe ich gerade eine Auszeichnung bekommen. Und schon das. So. In Astotskana. Eltern-Distrikt. Aus Paradisina. Das ist doch eine Diskrepanz. Können wir nicht dafür. Können wir nicht entverhören. Nee, können wir nicht. Kurzen Zege. 79 Kilogramm, 1,68. Das stimmt das? Übereinstimmung. Tja, ich würde mal ablehnen, oder? Elterndistrikt, Paradisierer. Das passt doch nicht. Haben wir gerade schon was Falsches gemacht. Müssen wir nicht nochmal machen. Da kommt der nächste, bitte. Was denn? Person bei Einreise berechtigt. Oh Mann, den Tag überlebe ich nicht. Nicht noch mehr ein Einreisebeleg kriege hier. Nein. Berichte hier. Ich habe schon 2 Mahnungen heute. Ich habe 2 Besuche und 2 Abmahnungen. Das gibt's doch nicht. Ich brauche einen Pass. Und hier. Person muss einen Pass haben. So. Das Gewand. Die haben mir einen Pass genommen. Ja. Tut mir leid für sie. Das habe ich schon oft gehört.
kann ich glauben oder kann ich nicht glauben. Ist egal. Ich werde nicht gehen. Gehen Sie. Sie hätten die Abfertigung auf. Ich will aber nichts. Ich fasse mich lieber. Ihr fasst mich lieber nicht an, sonst explodiere ich wie ein wilder Tiger. Und das ist richtig. Dann lasst mich durch. Au. Ja. Die wird hier abtransportiert. Das tut mir natürlich jetzt leid. Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich bin auf der Durchreise in ein anderes Land. Ich bleibe nur 14 Tage. Okay, Transit. X. Ja, das passt. Muss man nicht vorlesen. Name passt auch. Kollegin muss nicht mehr durchsucht werden. Vedo. Komm hier drauf gucken. Wie kann man das dann kontrollieren, diesen den Ausdingens? Ich weiß nicht. So, 19. Einreise bis 19.11. Oh, es ist schon der zweite. Das klappt nicht ganz. Das Dokument ist abgelaufen. Ich konnte erst jetzt kommen. Da tut mir natürlich leid. Ich muss ihn nicht ablehnen. Okay, eine Dame haben wir schon verhaftet. Das bringt uns Geld. Da wird uns für der eine Heft, deine, nicht Häftling, der eine Wachposten wird uns für 2 verhaftete Leute irgendwas an Geld, ich glaube 10 Geld geben. Ich bleibe hier 30 Tage, 1 Monat, okay. So, du brauchst keinen Arbeitsausweis. Geboren 1.12.36. Oh, hat gestern Geburtstag und ist gute nachträglich. Abgelaufen zu 84. Ja. Das stimmt auch. Der Name stimmt auch überein. Eine Reise bis 29.12. Ja, okay. Ich würde sagen, passt. Noch mal kurz die Passnummer kontrolliert. Hau doch hin. Ich kann mir keine weiteren Mahnungen leisten. Das bringt Geld abzug. Muss ich mal aufpassen hier. Oh! Papiere bitte! Unsere Agenten sind bereit. Ab morgen lassen sie uns passieren. Aha. Ja, weiß ich schon, wie ich die einsetze. Ist doch hier eine kleine Schablone. Stephanie Kragieren. Ich muss gleich den nächsten holen. Aha. Der nächste bitte. Ich verstehe nicht ganz. Ich bleibe 8 Wochen. Ich bin jetzt ziemlich abgelenkt von dem Ding hier. Ja, passt. Das passt. 24.12. passt auch. 8 Wochen. 2 Monate. Ja, gut, passt. Ja. Passt alles, wenn ich das richtig sehe. Hier mal das Gesicht kontrollieren. Übereinstimmung. Sehr gut. Ich würde es dann mal reinlassen. Ich hoffe, dass es nichts Falsches. Ich bin ein bisschen abgelenkt gerade von dem Ding hier. Muss man das hier irgendwie übereinander legen oder wie läuft das hier? Mikhail Saratov. Ach, das sind die Mitglieder hier, die. Oder wie läuft das hier beide übereinander? Stephanie Greire und Mika ich verstehe nicht ganz. Ich muss den nächsten mal reinlassen hier.
bin zu konzentriert auf das Ding hier. Stephanie Kral. Vielleicht ist das Name, den wir reinlassen müssen. Talia Malkova. Einwanderung unbegrenzt. Weiblich. Das passt noch. Okay. Ich will zu meinem Mann ziehen. Okay. Ist aber nicht gerade ausreichend. Okay. Das passt, wie es aussieht. Okay, die Ausweisnummer muss ich auch noch überprüfen. Ja, haben wir gleich den Tag überlebt. Sehr gut. Ich glaube, die können wir reinlassen. Sekunde, muss noch jemand kurz. Beeinstimmung, okay. Das passt, der passt da ein bisschen falsch aus. So, ich hoffe, das gibt jetzt keine Mahnung. Rein mit Tio. Nochmal gestempelt. Sehr gut. Oh, Sohn sehr krank. Onkel sehr krank. Ich brauche Geld. 5 Geld habe ich. Oh Mann. Ich kann auch hier nichts abziehen. Könnt mir Nahrung kaufen, wenn ich genug Geld habe. Oder Heizung. Alle sind krank. Sohn ist sehr krank. Ja, für meinen Sohn brauche ich erstmal. Ja, der Onkel. Tut mir leid, aber mein Sohn, der ist am wichtigsten. Den muss jetzt hier. Ja, die Kabineverbesserung, die kannst du jetzt mal, die kannst du dir schenken. Das ist, kannst du dir sonst für ihn stecken. Dazu habe ich kein Geld. Was? Die ganze Familie ist verstorben. Weil ich dem Onkel nichts an Medikamenten geben konnte oder was? Gibt's doch nicht. Ja, das Ende kennen wir ja schon. Das ist ja scheiße. Ihre Position wird jemandem zugewiesen, der sie besser finden kann. Steven Stutzka. Oh shit. So kommen wir hier nicht weiter. Ja, da sind wir schon mal bei Tag 7 geendet. Bei solcher Problematik. Wir brauchen Geld. Ich habe noch 5 Credits. Müssen wir behalten, müssen uns aufheben. Wahrscheinlich müssen wir so ausgeben, aber. Vielleicht können wir die irgendwann mal einen Tag hungern oder was. Vielleicht können wir hier einen Tag mehr nochmal wiederholen und dann. Ihr wisst. Ich schau mal nach. Tag 10 ist wieder geschafft. Bin ich wieder hier angekommen. Mal schauen. Ich habe ein bisschen was an Geld. Oh, nee, ich habe mir kein Geld. Komm, die Miete kann ich mir. Ich kann Nahrung wegnehmen. Verhungern uns alle. Ja. Als erstes der Sohn und der Onkel. Dann der Rest noch. Ja, muss ich halt irgendwie mein Geld. So zum Kratzen das an überleben. Sehr krank, hungrig. Müsste halt frieren und hungrig sein. Ich hoffe, ihr überlebt. Ihr überlebt. Sehr gut. So, 3. Dezember, Tag 11, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz. Kaum Auswirkungen, wenige Gegenstände verwendet. Antiquarien spioniert einiges eigenes Volk aus. Geheimnisverhältnis, Verräter auf der Flucht. Okay, wir gehen zur Arbeit. 3. Dezember, 82. Wieder derselbe Job, wieder derselbe Wachposten. Wir haben hier, ich bin damit auch rausgefunden, wir haben hier 2 Leute, die wir reinlassen müssen. Stephanie Krajov und hier auf dem zweiten Feld Mikhail. Also Mikhail und Stephanie, das sind Agenten dieses Ordens. Die müssen wir reinlassen oder eben auch nicht. Also da wissen wir, dass die das sind. Mit denen müssen wir mal besonders reden.
Durch einen Einbruch beim MFG sind unter Umständen Siegel und Stempel abhanden gekommen. Es wurde nichts von Bedeutung entwendet. Durch Geheimnisberichte zufolge sind Fälscher bereits dabei, offizielle astotzkanische Dokumente zu fälschen. Ah, okay. Wir müssen also auf astotzkanische Dokumente nochmal extra dolle drauf gucken. Meine Stempel sind noch da. Müssen wir mal gucken. Ja, hier haben wir nach wie vor unser Vorschriftszeichen zur Auszeichnung. Bleibe 90 Tage. Okay, das passt, glaube ich. Bild passt auch, oder? Ja, passt. Ja. 23.12., 24.3., ja, das passt. Scheint mir das zu passen. Kannst da rein. Guten Aufenthalt. Diplomaten, ja, okay, das. Was? Fälschte Einreisegenehmigung. Ja, wie hätte ich das denn mitkriegen können? Muss nächstes Mal nochmal drauf gucken. Die Einreisegenehmigung. Ach, der Kollege schon wieder. Kollege, das. Das kennen wir doch schon. Du kommst hier nicht rein, du hast es. War nicht leicht oder bin ich. Na, Transitwender haben ich, kontrolliere es mal. 20.12., okay, das gilt noch. Ablaufen 83, okay, der gilt tatsächlich noch. Obristan. Das ist tatsächlich ein gültiger Ausweis. Kontrolliere den jetzt extra. Ich gucke, ob alles wirklich stimmt. Scheint diesmal wirklich zu stimmen. Person muss einen Pass haben. Alle Dokumente müssen aktuell sein. In den benötigten Ausweiseinreise. Genehmigung für Ausländer. Ist das? Ich bin mir echt nicht sicher, aber. Ich glaube, dass wir können dich diesmal reinlassen. Auch wenn ich dir nicht traue, aber. Alles klar, du bist der beste Arzt. Trotzka ist das Beste. Wir kannst da haben. Geld. Nein, eine Errungenschaft. Eine Medaille. Aha. Wundervoll. Und er ist nicht illegal. Er darf endlich einreisen. Na. Hat er doch beim fünften Versuch hingekriegt. Warum nicht gleich? Stephanie ist es nicht und der andere Mikhail ist auch nicht. So. Einreisegenehmigung. Stimmt. Einreise bis 16.12. stimmt auch. Was hat er gesagt? Ein Jahr will er hier bleiben zum Arbeiten. Die seien doch eigentlich immer willkommen. Die Leute, die arbeiten wollen. Bis 1.1.84. Okay. Das passt alles, würde ich sagen. Noch schnell das Bild kontrollieren. Übereinstimmung. Ja, dann können wir ihn doch. Ich würde sagen, können wir ihn reinlassen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich habe schon eine Mahnung. Eieiei, ouch! Gefälschter Arbeitsausweis, ich kenne das doch nicht, ich erkenne das noch nicht so sehr. Guten Morgen. Du hast vier Personen verhaftet. Ich krieg Geld. Bonus, gut, dass wir die Zahlen anständig, das reicht nicht. Ja, ich weiß. Meine Frau ist jetzt krank, die Nachbarn stecken alle mit Grippe an, ich musste Medikamente kaufen. Das kriegst du das nächste Mal. Kannst mir leichter machen, wenn mehr Leute einwuchtest. Ich habe jetzt 5 gekriegt. Das hilft mir wirklich herrlich wenig. 5 Geld, das ist ja wirklich. Dann kann ich mir nicht mal die Nahrung leisten. Das ist ja wirklich. Krieg ich auch kaum was bezahlt. Recht gerade so noch. Es reicht nicht. Es reicht nicht mal. Es reicht nicht gerade so, sondern.
Es reicht nicht. Ja, können wir einreisen lassen, würde ich sagen, oder? Ich bleibe einige Tage. Ja, okay. Haben wir es lange aufgehalten, aber ich kann keine neuen Mahnungen kriegen. Das kann ich mir nicht leisten. So, Papiere bitte. Republien. Da können wir doch dort mal nachgucken. Einreisegenehmigung des Gewands. Tja, was ist das Piepen? Sagt mir, dass zu viel Zeit braucht oder was? Das weiß der Ohren. Was habe ich denn jetzt? Verdammt. Habe ich jetzt den Falschen abgewiesen? Was den jetzt reinlassen sollen? Der ist doch vom Orden, oder? Ich muss auf Stephanie gucken. Papiere bitte. Stephanie heißt er nicht. Mikaela Seminova. Ja, abgelaufen 27.83. Okay. Eine Reise kann sie noch bis zum 18.12. 2 Tage will sie bleiben. Das hat sie gesagt. Passt nochmal, stimmt. Ja, können wir es reinlassen. Würde ich doch sagen. So, der nächste bitte. Der nächste bitte. Na komm. Die Uhr funktioniert nicht mehr. Hab ich ihre bitte. Oh. Etzig. Schnell lesen. Zurück an Boten. Der erste Agent wurde abgewiesen. Der zweite kommt in 3 Tagen. Machen Sie den gleichen Fehler nicht noch einmal. Ist von mir bedroht oder was? Ja, sorry. Ich habe es mitgekriegt. War zu spät. Die Stephanie müssen wir jetzt bei uns behalten. Tot, tot. Was? Alle beide tot. Ihr Sohn und ihr Onkel sind gestorben. Sehr kranke Familienmitglieder sterben ohne Medikamente. Ein fremder Mann hat ihnen Geld gebracht. Das Verbrennen. Wählenkabine. Zum Verbrennen. Okay. Abgewiesen. Okay. 4 mit 970. Wow. Wir haben Geld. Von einem fremden Mann. Geschenk von Etzig. Ja, das Geld nehmen wir doch an, oder? Das können wir gebrauchen. 1000 haben wir jetzt hier. Können wir uns doch jetzt ordentlich hier erstmal Medikamente für die Frau und den Sohn. Kabine können wir verbessern und ordentlich Nahrung und Heizung. Und dann haben wir hier sogar noch etwas übrig. Zwei sind schon tot. Mein Sohn ist tot. Mein Sohn ist tot. Na. Aber ich habe hier ein Symbolchen bekommen. Mein Onkel ist auch tot. Noch meine Schwiegermutter und meine Frau. Ach. Meine Schwiegermutter lebt noch mal. Mein Sohn ist tot. Oh Mann. Gut, gehen wir mal schlafen. Beenden wir diesen Tag und hoffen wir, dass wir noch ein paar Tage überleben. Auf diese Weise. Mit zwei. Gut, den nächsten Tag haben wir angetreten. Wie können wir antreten? 4. Dezember. Oha. Es wird nicht mehr leichter. Es wird nur schwerer und schwerer. In Bildern und Worten, meist in Wort. Geschichte von Astrotzka. Super. Na dann, gehen wir zur Arbeit im nächsten Part.